Herzlich willkommen zu einem neuen Video, beziehungsweise einem wunderschönen guten Morgen aus Bamberg. Ihr seht, Herr Maximilian Pühl ist tatsächlich endlich mit seiner neuen Halle fertig. Sieht wunderschön aus. Ich beneide ihn um diese Halle. Ich will aber nicht wissen, was so in den letzten Monaten bei ihm abging, aber genau das werdet ihr heute erfahren, weil wir sind mit zwei Autos hier. Das seht ihr in ein paar weiteren Videos. Tom ist auch mit am Start. Moin. Er muss nachher noch ein bisschen schweißen, diesmal nicht in meinem Auftrage. Deswegen sind wir aber eigentlich auch nur hier. Und jetzt gucken wir einfach mal, wie weit Max hier so ist mit seiner Halle und was hier so geht. Morgen! Ob er sich noch eingerichtet hat, ob er überhaupt noch lebt. Ich kann mir vorstellen, dass das die Hölle war. Sieht schon mal vielversprechend aus. Lass dich erstmal umarmen hier. Hallo. Ein Jahr nichts gemacht, außer auf der Essen-Motorshow. Außer auf der Essen-Motorshow nicht mehr gesehen. Sehr gut, ja, jetzt wo ihr das seid, geht's mir bestens. Ich dachte schon, er hat die Halle umgebaut, kommt jetzt nach Hannover, aber war dann doch nicht so, ne? Ja, schwierig. Das wäre geil, ne? Ja, geil, erzähl mal. Geht's schon direkt los, oder? Ja, ja, wir ziehen direkt durch. Okay, Du weißt doch, die Emotionen kriegt man immer nur einmal hier rüber. Ah, ich bin gerade noch, ich habe jetzt extra die Kaffeemaschine zum Laufen gebracht. Weil ich schon Angst hatte, ihr fahrt die Laune. Ne? Ja. Schon. Jetzt mal ehrlich, geht nicht? Nee, er fährt direkt rein. Okay. Bei mir geht das noch, aber ich weiß, Tim, unser Kameramann hier, der braucht Kippen und Kaffee, sonst ist hier Feierabend. Er wird von Tom gerade schon Grundnahrungsmittel. Er braucht uns rauchen nach dem Wochenende. Nee, alles geklappt hier. Was magst du wissen? Alles. Okay. Also erstmal erzähl mal, als wir unsere geile BMW-Reihe gebaut haben, als wir den BMW gebaut haben und die Reihe gedreht haben, da warst du ja noch in einer ganz anderen Halle. So, genau. Da musstest du dann raus? Ein Kilometer weiter, genau, war zum Mieterbude verkauft. Und dann musste man Bamberg überbrücken, auch wieder zur Miete. Und ist halt relativ schwierig bei uns, was zu finden. Das wird in Hannover nicht anders sein, ne? Außer du legst halt im Monat, sag mal, entweder 500 Euro hin für eine kleine Garage oder halt 10.000 kalt. Und das ist halt alles nicht drin und deswegen habe ich hier mit einem Kollegen zusammen ein Projekt gemacht und eine Halle hingestellt. Genau. Ja, und darin befinden wir uns jetzt knapp 1.000 Quadratmeter, in drei Teile aufgeteilt. Wir befinden uns jetzt gerade im Showroom. Ihr seid, glaube ich, da reingekommen. Ja. Genau. Das, also Haupteingang ist eigentlich hinter dem Container. Der wird gerade ausgebaut. Man muss dazu sagen, bei Max läuft seit anderthalb Jahren. Neues Auto auch am Start hier. Kundenauto, keine Angst. Aus BMW ist jetzt Mercedes geworden. Nee. Endlich erwachsen geworden. Ach, hier kommt man dann raus, oder was? Das ist auch der Gang hier. Ich sammle die Kunden immer da drin und bin die dann. Du bist dann reingerufen. Oh, yes! Ja, der ist ein bisschen verspannt. Ja, ist auch vom Bäcker von der Schiff gefallen. Ja, wir bauen uns so ein bisschen zum Büro aus und so. Und die Jungs haben jetzt Trockenbau gemacht. Ne? Und hier sind dann so LED-Streifen in der Wand drin und dann spacey und so. Und jetzt, wie gesagt, ist die Heizung gerade dran. Da ist ja der Ausschnitt. So, also kommst du quasi von da. Ja. Ah, okay. Das heißt, du hast dir überlegt, du willst das ein bisschen anders machen. Du willst nicht hier klassisch Trockenbau und ein Büro in die Halle reinzimmern, genau, sondern so ein bisschen mit Container arbeiten. Genau. Ganz einfache Sache. Ich wollte so ein bisschen Industriestyle haben. Container kostet 2.500 Euro, hält 30 Tonnen. Ja. Hast du wenigstens aus Japan mit dem Auto kommen lassen? Leider nicht. Nee. Randvoll mit S54 Motoren aus Japan. Komm noch, nee, alles bezahlt. Okay, ist halt. Aber das stimmt, das hab ich auch das letzte Jahr auf jeden Fall vermisst, weil du warst ja dementsprechend auch weniger am Schrauben. Und normalerweise war ja bei dir Crank, Hub, Fix. Keine Ahnung, gefühlt einmal am Tag. So, ja. War so einer dran. Ne? Einmal die Stunde. Einmal die Stunde. Und das ist ja auch weniger geworden. Ne? Ja, ja. War halt das letzte Jahr war wirklich wild. Wild, ja. Von den Nerven und ja, genau. Wie lange habt ihr von Anfang bis Ende, also seit wann planst du in dieser Halle? So mit Baugenehmigung und so weiter? Plan ist seit 2,5 Jahren. Angefangen vor 1,5 Jahren. Und jetzt sage ich mal zu 80-90%. Wir müssen hier noch pflastern. Hinten haben wir einen Grünstreifen, den müssen wir noch machen. Showroom dauert jetzt nur ungefähr 4-5 Wochen, bis der fertig ist. Das wird noch viel passieren. Ja. Da kommt übrigens noch ein Container drauf. Also weil ging es ja am Ende dann doch relativ schnell. Ja, ich meine, es sind bloß ein paar Säulen und die Wände hochgeklappt. Ne? Sandwich-Halle, das ist ja nicht viel. Aber das, was halt dann ist, Elektrik. Wir haben spezielle Lampen bekommen und Fußbodenheizung. Das ganze Dach ist voll mit Solar, Photovoltaik, Wärmespeicher,
das ist halt alles, was sich extrem zieht, wenn du nicht einfach Standardware nimmst, du machst einen Gasanschluss rein, ne, und dann geht's los. So, genau das ist das, was noch ein bisschen Zeit geraubt hat, aber ja. Okay, genau. Jetzt geht's los. Ja. 1000 Quadratmeter. Du willst hier auf 1000 Quadratmeter Showroom schrauben und Autos einlagern. Genau. Einlagern, Eigenprojekte, Kundenfahrzeuge, die halt hier im Bamberger Raum, ne, wenig Platz haben. Es gibt ja teilweise nur Tiefgaragenplätze, die weder überwacht sind, noch beheizt, noch Strom haben. Und das bieten wir den Leuten halt hier in Fläche, Service, wenn gewollt. Ne. Gibt es hier viele, die so Autos haben und einlagern? Oder? Also Autos haben. Autofrohe Nationen? Brutal. Also alles so ab der Sache da hinten. Man hat ja auch schon bei Instagram gesehen, wie du fleißig die Halle schon vollgestellt hast da hinten. Ja. War noch nichts fertig, aber einfach alle Autos rein. Das war das Wichtigste, alle Autos an einem Platz. Bei dir gibt es auch noch so richtig alte Fenster wieder einmal? Ja, genau, die haben wir aus so einer 80, 90 Jahre alten Schmiede. Wollten die wegschmeißen, habe ich gesagt, steckt so viel Geschichte drin, die sind noch mit Kit und so, ne? Max hat gesagt, heben wir auf jeden Fall auf. Und die werden dann irgendwie in den Showroom integriert. Ich habe ja hier auch noch so einen 5000 Jahre alten Tisch gefühlt, ne, aus so Schiffskohlen. Dann da hinten so eine alte gebohrte Werkstatt. Ding ist halt jetzt gerade ein bisschen eingebaut. Ne? Aber das soll so ein bisschen ein Mix sein aus coolen, deutschen, alten Material mit Geschichte und gleichzeitig halt elegante, neue, brutale Autos. So, das war und soll auf jeden Fall eine Wohlfühlatmosphäre sein. Also IKEA-Einrichtungshaus-Style, weißt du, mit Lack weiß und Lack glanz schwarz, das ist nicht so mein Ding. Genau, da hast du auch schon mal auf Instagram gesehen. Auch noch nicht. Hier ist ganz fertig, aber auch, war auch wild. Haben wir jetzt Kundentoilette, nur ein bisschen Kunstharzboden einfach so mal ausprobiert. Auch wieder so ein bisschen mit Stahl. Ja, dann ein Freund von mir, es ist alles eigentlich in Eigenregie entstanden, alles durch Freunde und Bekannte. Einer ist Schreiner, der andere ist hier Steinmetz, echtes Waschbecken aus Granit. Ja, also das ist schon so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja. Wohnlich. Cool. Und das hier ist eigentlich der Träger, der das Ganze hält hier, irgendwie? Also, ja, oder ist hier nur Optik also, drin? Also dieses Gebäude im Gebäude, dieser Trockenbau, besteht nur aus diesen Haarträgern. Also da kannst du wahrscheinlich 20 Tonnen drauf abstellen, weil da hinten Technikraum noch drin ist. Also steht die Heizung und so weiter. Und wir wollen ja oben Lounge-Bereich noch machen, deswegen lieber mehr als weniger. Genau, also die Wand wird noch komplett anders designt, dann kommt hier eine Treppe hoch, hier kommt eine Art Balkon, so eine kleine Bar, die Möbel da oben, Fernseher, ja, und hier unten der große Tisch, ein paar Stühle zum mal Mittagessen, weißt du, mit den Kunden chillen oder wenn es halt länger dauert, dann einfach da oben. Ja. Das haben wir ja später. Ja. Wenn man mal wieder 43 Tage Zeit hat, um BMW zu bauen. Genau. Keks? Musste ich an Lisa wenden. Aber ja, ach so, ja, da kannst du dich bedienen. Also du und der Hund. Und hier jetzt die Abtrennung zur eigentlichen Werkstatt. Wolltest du nach oben offen lassen? Genau, einfach um hier nicht so eine drückende Stimmung zu haben. Ja, und ich finde es offen so ein bisschen cooler, außerdem ist halt das Raumklima dann hier. In der Werkstatt wird es auch nicht so kalt sein, im Showroom soll es auch schon warm sein. Deswegen haben wir es offen gelassen und nur da, wo die Autos wirklich, wirklich sauber stehen sollen, da ist abgetrennt. Genau. Die Wand wird nur mit Holz verkleidet. Ja, hier ist dann Platz vom Polierer, beziehungsweise wird hier aufbereitet und so oder Auto ausgeliefert, ne, wenn jemand was umbauen lassen hat. Genau. Und da kommst du quasi nochmal durch so ein Sektionaltor. Das heißt, in-house auch aufbereiten. Aber nicht selber machen? Nee, also mache ich schon selber, aber nur für meine Autos. Professionell, daily ist jemanden jetzt im Haus, der auch Steinschlagschutz macht zum Beispiel. Der GTR, der M4, die sind komplett eingepackt. Das ist so sein Hauptding. Ja. Ach, der ist der Folie drin? Der ist komplett foliert. Ja. Und wenn du Kratzer reinmachst, heißes Wasser drüber ist wieder weg. Aber kennt jeder, selbst heilende Funktion ist ja nichts Neues. Aber ist auf jeden Fall geil. Ist nämlich ein guter Punkt, wo ich gar nicht dran gedacht habe, weil ich suche nämlich noch jemanden, um Limo einmal zu folieren. Können wir machen. Würde ich allerdings auch gerne wirklich bis zur Kante oben folieren. Ja, der GTR ist auch komplett, also gibt matt und glossy, ne, für Mattlacke. Der GTR war matt, der ist wieder matt und der ist halt glossy und ist wieder glossy, genau. Und ich hätte es jetzt hier, weil aber hier ist auch folie, bis hier oben? Der ist komplett foliert, ja, alles. Türen, Seitenteile, alles. Ja, ja. Beim GTR kannst du auch gucken, der ist komplett eingepackt, das ist ja nichts. Weil hier ist es ja wirklich, also
Ja, klar. Also so eine ganz leichte Struktur sieht man. Da ist jetzt aber die Frage, ob das nicht original im Lack auch schon ist. Die ist im Lack. Ja. Die Folie ist 100% altglatt. Also wenn du die Folie zum Beispiel auf eine Scheibe klebst, dann die Scheibe zum Beispiel vom GDR war bis gestern noch foliert, hast du gar nicht gesehen. Das schaut aus wie eine Scheibe. Weil gerade bei mir, bei den ganzen Carbon-Teilen, wirst du das ja eh niemals komplett glatt haben. In dem Teil an sich schon. Doch, guck. Nee, ich meine, das Grundteil von mir ist ja nicht schon komplett. Ach so. Aber das zum Beispiel, das Ding ist hier komplett foliert und du hast hier wirklich, das ist leider durch den Trockenbau ein bisschen staubig, ist komplett foliert. Hat er echt jede Kante hier geschnitten, ne? Ja. Ja, das kriegst du natürlich nicht als Einzelteil, das musst du halt immer individuell anfertigen und wenn der Kunde sagt, ganze Auto, dann ganze Auto. Was kostet ungefähr ganze Auto? Problem ist Einkaufspreisfolie, also wenn du das richtig machst, zwischen 3.000 und 5.000 Euro. Ja. Hätte ich jetzt aber fast sogar mehr getippt. Ja, geht, also bei dem war es viel mehr, weil du halt die Zeit hast, extrem zu fitzeln und zu schneiden. Aber in der Regel, ja, bist du so roundabout 5 plus minus 1000 Euro, je nachdem, was für eine Größe du dabei hast. Weil alle immer gesagt haben, du kannst doch nicht mit dem schönen Auto jetzt auf den Flugplatz fahren und so weiter. Dann habe ich mir gesagt, nee, wird mir am Ende scheißegal sein, weil wir machen einfach einmal Folie wirklich bis oben. Hast du nicht immer vom Jahr gesagt, mach mal einmal im Jahr Neulack irgendwie? War das nicht so? Ja, aber das geht ja bei dem Carbon nicht. Ach, stimmt, okay. Ja, weil da ist wirklich das Problem, wenn auch der Stein zu tief in diese Carbonfaser reingeht, ne, dann fängst du wieder mit Harz an und dann hast du so einen Fleck drauf und so weiter. Ne? Ja, verstehe. Ja. Deswegen musst du da irgendwas drauf. So, die andere Variante wäre halt Schleifen schwarz lackieren, aber ja. Dann habe ich ein paar Freunde weniger auf dieser Erde, glaube ich. Ja. Wo wir beim Thema Freunde sind, hat das hier Luke gemacht? Ja. War Luke schon wieder am Start? Scheiße. Das ist so ein geiler Hund. Ich darf auch keine Werbung mehr für ihn machen, leider. Ich mache es trotzdem immer. Er hat auch gesagt, bitte erwähn mich nicht. Weil es mittlerweile, also Luke, ich mache trotzdem Werbung für Firma Sturowerk, die uns diese ganzen Styropor-Schilder macht, unter anderem auch an der Messe. Das große, was da hing. Und das ist ja mittlerweile so weit, dass er selbst in Hamburg so Kaufhäuser damit ausschüttet und so. Ja, er hat schon gesagt, Louis Vuitton komplett Showroom alles gemacht und so. Also echt krass, ne? Das ist echt, ist schon geil, ja. Styrodur und das kommt dann quasi außen mit sogar, kannst du, also nicht bohren und so, einfach kommt dann außen an die Hauswand, hält Sturm, Wind, weil, Wetter. Das hier ist gerade nur zum Transportieren gewesen, ne? Das hat gerade, das willst du gar nicht unter dem Logo eigentlich haben. Ne, das ist eine Negative, für das ich es außen hatte extra ausgeschnitten, Motorsports. Ach stimmt, kommt ja schon runter. Ja, quasi setze ich die Buchstaben hier oben ein und dann habe ich es 1000% Grad. Denkt halt so krass mit auch, ne? Deshalb ich nicht mal, ich dachte mir außen so, einer steht unten rechts, ein bisschen links noch, so weißt du. Das kennst du nicht, ne, mitdenken. Warum ist der eigentlich so? Darf der in den Käfig auch ein Leckerli haben? Der im Käfig, ja, das muss auch, das ist ganz wild. Er ist gerade die ersten Meter BMW gefahren, deswegen hat er so gut gesagt. Endlich männlich. Ja, doch, dass wir hier nicht Mercedes fahren, sollte ja klar sein. Nein, aber das ist halt Luke, der denkt halt wirklich mit. Und ich weiß noch, das erste Mal Essen Motorshow, wo wir dieses Riesenschild aufgebracht haben. Ne? Mhm. So, das war ja 14 Meter und ich dachte so, Alter, wie lange soll das dauern, bis das schön gerade akkurat da hängt und so. Ne? Das ist alles. Ja, kam Luke vorbei mit seinen Jungs, 2 Stunden später hing das Ding da wirklich wie nur eins. Also das ist wirklich. Ja. Ja, und Tore hast du genug, ne? Genau, Tore haben wir 5 Stück haben wir. Ja. Vor allem auch so Riesendinger, ne? Kannst du hier. Ja, weil der Plan war oder ist, eventuell mal mit größeren Sachen hier rein und raus zu fahren und nicht wissen, wie sich was verhält, ne? Und deswegen. Was für größeren Sachen willst du hier rein und raus fahren? Naja, zum Beispiel, hier haben wir auch wie heißt es? Diese VIP-Sprinter mit hohem Aufbau zum Beispiel, gibt es ja mit langen Radstand und Zwillingsbereichen, die sind ja auch schon 4 Meter noch irgendwas und das Tor hat bloß 5,50 und so Zeug. Echt? 4 Meter sehen wir? 4 Meter? Gibt es bis zu Werkstattbereich, noch nicht ganz ready, aber ich konnte schon ein bisschen was schrauben. Mhm. Auch mit den Bühnen. Wie ist das für dich so? Du kommst ja auch in Anführungsstrichen, ich will jetzt nicht sagen aus dem Loch, weil deine alte Halle war ja schon geil. Die war ja schon cool. Also Altendorf war okay. Ja, das war schön, sauber zum Anfangen, also kann mich gar nicht beschweren. Das danach zum Überbrücken waren nur 4-5 Monate, waren wirklich ein Loch. Und jetzt muss ich sagen, jeden Früh, wenn ich hier aufsperre, schalte die Lichter an, die Bühnen, dann stehe ich erstmal so da und denke mir, oh, geil. Weil wir haben uns ja schon viel darüber unterhalten, es war ja früher so, brauchtest du ja wirklich nur zum Schrauben eine Garage und 4 Böcke. Ja. Bei mir ist es aktuell ja auch so, Marius und ich schrauben eigentlich fast durchgehend im Ladenverkauf, obwohl ich auch einfach daneben bei mir in der Werkstatt schrauben könnte. Ja. Aber es ist wirklich eine Gewöhnungssache. 2 Wochen und schon hat man sich wieder dran gewöhnt, dass man keine Hebebühne hat und auch Autos nicht einfach rein und raus kriegt. Ne? Ja. Und es ist dann aber auch tatsächlich so, dann fängt man auch tatsächlich endlich mal wieder an zu schrauben, weil wenn die Autos dann da so erstmal fest stehen auf Böcken, dann schraubt man auch. Ne? Ja. Aber so der Schritt ist ja wirklich schon riesig. Das ist ja schon.
Ja, also das ist ja schon krank, ne? Ich bediene die Bühnen ja alleine, sondern sagen viele, man braucht so viele Bühnen, aber du musst ja auch sehen, das, was ich mache, weißt du, dann hast du auf der eine Achse raus, kommt das Teil erst morgen, der andere kriegt Motor, so, dann will aber zwischendrin jemand kommen mit einem Auspuff oder Service, ja, dann stehst du da, also brauchst du 4 bis 5 Bühnen und Achsvermessung und Leistungsprüfstand wollte ich jetzt auch in-house haben, deswegen kommst du um eine 4-Säulen-Bühne nicht rum, da ich leider dann da noch nicht im Boden versinken konnte oder zu spät gedacht habe wegen der Fußbodenheizung, genau. Musst du nochmal anbauen. Ja, Dino Room eh nochmal, muss man echt machen. Aber das stimmt, jetzt wo du es sagst mit der Fußbodenheizung, kannst du natürlich jetzt nicht einfach ein Loch einschneiden. Nee, dann müsste ich ein komplettes Segment stilllegen und da hätte ich jetzt auch keinen Bock drauf. Deswegen, ich installiere ihn jetzt erstmal da hinten, ne, Onfloor und fahre dann mit der Bühne drauf. Aber dann 2-3 Jahre machen wir draußen nochmal extra Anbau. Wobei, was an sich ganz geil ist, wenn der Prüfstand hoch ist, ist Verzurrung geil ist. Ne? Und halt, jetzt, wenn du den M2 zum Beispiel siehst, ne, der ist jetzt nicht mal aktiv, aber überlege, der steht jetzt am Boden, dann liegst du so drunter, dann ist Winter zum Beispiel. Das ist auch nicht so geil, ne? Aber du schraubst jetzt hier alleine? Ja. Ja. 5 Bühnen zum Alleine schrauben ist natürlich schon Chef. Aber ich glaube dir, dass dieser Moment, wenn du hier das Licht da machst, dass das schon überwältigend ist. Das ist geil. Von den Lampen, die starten auch so. Es ist ein LED, ne? Aber die gehen nicht so bupp, sondern die machen so zoom, zoomen irgendwie so an. Das ist richtig geil. Also, ja. Und dann das ist fast so geil wie dein Faible für Elektroautos, ne? Wenn du mit denen fährst, wenn die auch so spacey Geräusche und so machen. Ja, I love it. Das sind immer die besten Momente, ist, wenn Max auch Instagram mal wieder so richtig ausrastet. Wobei, wenn er ausrastet, ist das nicht so mal eine Story, sondern dann kommt so. Dann gehen komplett die Synapsen durch, wenn der Kopf ist qualmer. Das ist genauso wie wenn er alte Bilder vom E46 findet, so, weil er durchs Handy geguckt, oh, damals zusammengebaut, bumm, komm, erst mal 20 Bilder. Ja, dann immer, warum machst du immer 36 Stories? Sag ja, 37 geht nicht, weil Instagram blockiert oder so, du kannst. Alter, hier, Topaz Blau. Genau, das war ja dein Anfang, ne? Ja, Topaz Blau. Eigentlich sah es nicht viel anders aus. Wie, das ist Topaz Blau? Ja. Ja. Super. Das sieht den Videos ultra hell aus. Mhm. Nee, so war mein E46 auch. Ja. Echt? Nur, dass er von innen schwarz war. Ja. Und Schiebedach, oder? Stimmt, deswegen haben wir ja Dach rausgenommen. Das klingt mal so geil, wie ich auf dem Dach saß, da die Finger rausgebohrt habe. Ich habe mir auch rückwirkend nochmal überlegt, Alter, 43 Tage für dieses Auto bauen war eigentlich schon echt, also der Gedankengang war einfach schon krank eigentlich so am Anfang. Ja, weil denn, das würde ich mir auch nie wieder antun. Das Beste, weil überleg mal, 43 Tage, das ist ja wirklich so, okay, ich will jetzt nicht sagen, die Zeit da war anders, aber das war Hochzeit Corona. Da waren ja 43 Tage auch nur 43 Tage. War krass. So, und heute brauchst du ja schon 43 Tage, um überhaupt Glück zu haben, dass der Lack beim Lackierer da ist zum Lackieren. Ja, ja. So, und du ein paar Reifen bestellt, dass die da sind. Das wird Tom auch kennen wahrscheinlich, was Projekte und Planung von Laufzeit angeht, ne? Ohne. Nee, ich kenne die Testplanung, weil du das jetzt meinst. Ja, sonst weißt du, so was Ding durchhaben, eine nachts. Ja. Ja, ich war gestern so, na guck mal, ein bisschen Achsen raus, zack, innen drin zerlegt, gehen wir mal das Mittagessen. Nachmittag hatten wir eigentlich Langeweile. Junge, die Sprachnacht von 18 Uhr. Und dann geht's immer so, willst du Plan wissen? Ja, wenn es in 43 Tagen ging, heißt es ja, dass du irgendwo Luft warst. Ich habe aber gerade auf dem Hinweg wirklich noch überlegt gehabt, wie oft ich hier hin und her gefahren bin. Oh Gott. Weil schon, also in diesen 43 Tagen waren wir bestimmt, keine Ahnung, wie oft war ich hier? 15 Mal? 15 Mal. 15 Mal, das heißt ja jeden dritten Tag. A500, also A1000, 50.000 Kilometer. Jeden dritten Tag. Ja. Geil? Ja. Okay. Ja, so ist es. Also, was hast du dir bei der, weil ich ja so hallenmäßig auch immer noch am Gucken bin. Deswegen wollte ich mich heute mal ein bisschen inspirieren lassen. War allerdings, glaube ich, keine Idee, mich hier inspirieren zu lassen. Echt, das ist so scheiße. Was hast du dir bei der Bühnenanordnung so gedacht? Nein, das war jetzt positiv gemeint, nicht negativ, ne? Aber man braucht jetzt ja auch nicht mehr anfangen mit einer Hebebühne irgendwo reinstellen, wenn du hier 5 Hebebühnen hast. Was hast du dir dabei gedacht? Nein, also hättest du ja auch keine Ahnung. Zwei so hinstellen können, zwei so hinstellen können. Also, weil ich hätte im Vorfeld immer gedacht, mit der Anordnung so, dass es am Ende irgendwie, keine Ahnung, nervig ist, weil du das Auto nicht runterkriegst, wie auch immer. Ist aber wirklich nicht so. Max, also, hast du auch gedacht? Ich bin genauso wie er. Also denk viel und rechne mir das durch. Und dann denke ich mir so, ja, so knapp 20 Meter, 4 Bühnen. Dann habe ich so auf dem Zettel, mache ich so, ja, easy, so 4 Bühnen. So, dann kommen die her, stellen eine da und dann sage ich so, ja, müssen vielleicht 4 Stück, aber nicht versetzt, sondern in meinem Kopf 4 Stück in Reihe hier, schön hier so reinfahren. Die 4-Säulen-Bühne in der Mitte, daneben eine Waschbox, der Dino da vorne. So, dann kommen wir her, die bauen die 4-Säulen-Bühne auf, stellen das so lose hier hin. Da sage ich so, ach du Scheiße, ja, wie wolltest du das denn haben? Ja, das sage ich jetzt lieber nicht. So, ja, und dann haben wir wirklich einen kompletten Tag mit den Leuten hier von ATH, den kompletten Tag nur
zu viert Bühnen links, rechts geschoben, weißt du, immer versetzt und gemessen. Und ach, ihr habt die echt hingestellt und ja, verschoben? Wir haben die, also wir haben sie komplett zusammengeschraubt, lose und dann mit allen Leuten immer so. Ach, krass. Okay. Genau, und jetzt deswegen versetzt auch einfach geiler zum Reinfahren, weil du direkt ne, nur so einen kleinen Bogen machen kannst. Du fährst dann durch die linke Tür aber rein immer. Ja, genau. Ja. So, also der Bogen so reicht auch. Ja, so 850 Grand Coupé oder 7er BMW mache ich halt das andere Tor und fahre dann rein, aber sonst ja, also auch da vorne mit einer C-Klasse, dann hast du einmal Schwung im Hof und dann bist du drin. Ja, genau. Ja, genau, und deswegen jetzt die Anordnung so. Und selbst das ist okay und im Normalfall, wenn du zwei Leute hast, machen die jetzt beide nicht einen Reifenwechsel hier hinten links und vorne links oder hinten rechts und vorne links. Und da du alleine bist, kannst du ja auch nur einen Reifenwechsel in dem Moment. Definitiv, ja. Und ich stell mir Max so vor, wie er den Crankup fix so von Auto zu Auto macht. Ne? Nee, erzähl das mir, was läuft hier bei dem nächsten. Ohne Witz, das habe ich mir schon überlegt, ne? Wenn du effizient bist, lässt es alles warm laufen, alle hoch, dann Öl raus, zack, zack, zack. Und das wirklich nur mit so einem Ölfass von Auto zu Auto. Ich muss eine Kiste zurechtmachen mit Werkzeugen, die du so eine Reihenfolge brauchst. Habe ich alles da. Ich hab nee, ne? Für jeden Arbeitsplatz habe ich mir schon so zurechtgelegt, dass wenn ein E46 da steht, alles da drin ist, Crank-Up ist in den Schubladen drin. Ist das schon einer drin? Können wir da mal reingucken? Ja, kannst du völlig. Geile Telefonnummer von den Mitarbeitern, das macht. Aber wir reden ja die ganze Zeit darüber. Es geht dabei, das hatten wir im allerersten Video bei dir, was übrigens, ich weiß noch, wie es heißt, es hieß Angekommen im BMW-Paradies, haben wir das damals genannt. Ist auch bis die heute. Unsympathie in Person. Genau, da war Max doch so unsympathisch. Ne? Wenn man ihn kennt, wer weiß man jetzt, wie sympathisch ist. Seitdem wir eingeladen haben. Das ist Wahnsinn. Da ging es nämlich auch um diese Sache hier. Max, Hauptbetätigungsfeld. BMW-Motoren, löst sich immer hier vorne dieses Teil? Grob, ja, genau. Also Steuerketten verdreht sich, also Steuerzeiten verstellen sich. Verstellen die sich so weit, dass Ventile ab oder nur ein bisschen? Also bis jetzt nur einen krassen Motorschaden, aber auch nur, weil Schraube komplett lose und das auch nur, weil vorher jemand versucht hat, was zu verbessern und es war halt nicht so. Ja, aber im Regelfall ist da nur Slip drin, andersrum. Ja. Macht Sinn. Im Regelfall, also beim Originalteil ist halt dann so Slip drin, dass der kurz, sag ich mal, 1-2 mm, wenn überhaupt versetzt, ist aber noch so viel Spiel drin. Da du ja Warnos auch noch hast, die dann nicht mehr schaltet, ne? Valvetronic auch nicht mehr schaltet bei Notlauf, somit hast du den Hub und die Öffnungswinkel nicht mehr so, wie es mal sein sollte und deswegen mit Glück immer kein Aufschlag. Das ist ja aus einem Teil hier gefertigt, ne? Genau. Ein Teil und dann Einsatz gehärtet quasi nur die Zahnräder, sodass du die Härte an dem... Einsatz gehärtet? Kennst du nicht Einsatzstahl? Alter. Schon mal gehört, ne? Ich dachte, dass du nicht mal die Wogen messen konntest. Einsatz gehärtet heißt, nur die Zähne da hart sind. Genau. Und also Metall, also der Edelstahl ist noch weich und... Das aber krass ist ja, dass der für die beiden Steuerketten eine verschiedene Zahnung hat, ne? Genau. Ölpumpe ist das hier. Und ach, das ist eine Ölpumpe, okay. Und das sind Steuerzeiten, ne? Genau. Genau, das geht über die Nockenwelle dann. Das ist halt auch echt nicht viel Zahnrad für die Steuerzeit, ne? Das ist auch echt eine ganz dünne Kette und eigentlich... Weil, wenn man sich überlegt, selbst zu VR-Zeiten gab es ja schon diese Doppelkette. Duplexer hat jeder S-Motor, S54, S50, ja, haben die alle drin. Ist das diese Geschichte, wo es auch diese komischen gefrästen Dinger gab, die du auf die Schraube steckst und dann hiermit festschraubst? Ah, okay. Es genau, gab auch diese Version, dass du quasi die Schraube passt zum Riemendämpfer fixierst, wie eine Schraubensicherung. Genau, das ist, was er meint, das ist so ein Korb, den du drüber steckst, aber... Der kann ja auch nicht mehr, weil die Schraube nicht immer rausfällt, weißt du, und der Slip trotzdem entsteht, ja, ohne dass sich irgendwas löst. Deswegen. Also wir fassen zusammen, es geht einfach darum, dass die Räder, also original mehrteilig und das Rad verdreht sich. Eine Sekunde. Okay. Dann ist ganz einfach. Hol mal eins von den 4000 hinten. So, das ist von gestern Vormittag. Nee. Muss ich jetzt bringen. Sag doch, das von heute ist. 1, 2, 3, 4, 5, okay. Bei Mercedes auch mal was. Ja, genau. Genau, also das ist das Serienteil. Genau die gleiche Fräsung der Zahnräder. Und da hast du einfach Reibscheiben dazwischen. Ne? Hier aufgepunktet. Und nur durch den Druck dieser Schraube hält das quasi in Position. Mhm. Und dann entsteht hier halt so ein kleiner Slip. Und dann hast du Steuerzeiten verstellt. Ja, und das hast du jetzt durch das eine Teil nicht mehr. Genau. Ey, Max, soll ich sagen, was du machen musst? Du wolltest ja noch verpunkten einfach nur? Nein, du wolltest ja noch einen zweiten Container hinstellen, ne? Du musst diesen zweiten Container auf die Dinger stellen. Ich dachte mir, ich mache da draus eigentlich eine Garderobe. Nein, nein. Du musst zwischen die Container eine Reihe mit den Dingern stellen. Okay. Dass der Container auch nicht. Ich hab noch vier Kartons. Weil das bietet sich an, das steht ja auch stabil, Junge. Das steht. Das ist so für jeden Kunden, der reinkommt, weiß. Wo ich so ein MX-Logo aus diesen Dingern auch füllen würde. Ja, das wäre auch geil. Ja. So alle so an der Wand.
miteinander gebraten. Ja, genau. Da wäre mein Schweißer jetzt nicht zum Glück. Auch kein Schweißer. Ja, okay. Dann warst du bei Sonic einmal shoppen. Genau. Fühle ich komplett. Einmal die große Rundfahrt, ja. Ich war auch mal. Also ich mache ja auch alles mit dem Georg Sauerländer, der ja auch Sonic-Vertrieb macht. Wir waren auf der Automechaniker Frankfurt, wo du auch warst. Ja. War schon, also war für mich, was Werkzeug angeht, einfach auch einer der besten Stände. Wir blenden das mal ein. Alles in weiß. Definitiv. Und das ganze Werkzeug in schwarz. Also mehr, fast eine Sonnenbrille genau, brauchst. Mehr geht eigentlich. Es hat halt wirklich nichts mehr mit Werkzeug zu tun, sondern bei Sonic muss man einfach sagen, finde ich, in Europa ist das so ein bisschen wie eine... Ja, die haben halt ihre Hausaufgaben gemacht. Also es ist schon, komplett. Mehr als Werkzeug. Also man muss wirklich sagen, ich kannte es vorher jetzt auch nicht so. Bei uns in Hannover waren ein, zwei wirkliche Hardcore-Sonic-Fans bei Volkswagen Motorsport. Im Motorsport wurde es halt schon immer viel genommen. Ja. Und seitdem ich von Georg diese riesen Kiste, diese S15 bekommen habe... Ist es tatsächlich so? Die haben wir sogar auch tatsächlich schon mal wo mit hingenommen. Also, wir haben schon mal von A nach B geschoben. Was wiegt das Ding? 900 Kilo? Ich glaube, 600, 700 Kilo. So, aber es ist wirklich so: diese riesen Schublade oben. Ne? Die S15 hat links und rechts ganz viele kleine Schubladen. Und hat oben eine große Schublade. Ne? Es ist die Hölle für jemanden, der gerne Ordnung hält. Aber es ist perfekt für jemanden, der einfach alles in eine Schublade tun will. Weil es geht alles rein. Egal ob Akkuschrauber, Flex. Trennscheiben, diese Schublade ist so riesig, du kannst den ganzen Werkzeuginhalt von der ganzen Halle kriegst du da rein. Stoßstange. Hier, ein paar Teile noch. Und es ist tatsächlich so, es gibt Werkzeug, was, ist jetzt ganz schön werbelastig hier, aber es ist wirklich die Wahrheit, wenn du jetzt, weil wir nämlich beim Thema Ladenverkauf Schrauben wieder sind, da habe ich so zwei, drei normale Werkzeugkisten einfach nur stehen. Mhm. Du gehst noch nicht mal in also die Kiste. Also lose Schlüssel meinst du? Nein, nein, halt diese 300 Euro, 400 Euro Werkzeugwagen, die wir so halt so von eBay kennen. Die auch sortiert sind. So, wo immer so ganz schlecht, hat ganz viele von euch schon mal gehabt, es klingelt jemand an der Tür, ja, ich komme gerade von Montage und habe hinten noch drei Werkzeugwagen, heute nur 400 Euro. Immer gelbe Kennzeichen dran. Auch, ne? Ja, ja. Immer gelbe Kennzeichen sind zufälligerweise noch über. Er kommt von der Messe, heute 400 Euro. Messe Heidelberg, immer. So, immer Messe Heidelberg. Lässt ihr für 400 Euro so einen Wagen aufschwatzen? Klar, ist jetzt auch nicht viel Geld. Ist aber dann doch schon viel Geld, wenn du später eBay aufmachst und siehst, kostet 199 Euro. Wieder überzeugen lässt. Ja. So, und da ist es tatsächlich so, da ist in dem S15 sind ganz viele Schlüssel drin, die das Schrauben einfach so viel erleichtern. Ja. Heißt zum Beispiel, habe ich schon etliche Male gesagt, diese Nüsse, wo direkt das Gelenk mit dran ist. Wenn ich einen Krümmer anbaue, das erste, was ich mache, wirklich von Sonic immer die Gelenknuss, wo direkt der Kopf mit dran ist, kommt sie schön überall dran. Dann die ganzen Imbus mit dem Kugelkopf oben drauf. Auch immer geil. Bananenschlüssel. So, Bananenschlüssel, dann die ganz kurzen Ringmaulschlüssel, die wirklich nur so 10 cm lang sind. Auch geil. Ja. So, du hast dir gedacht, Gönnung, volles Programm, MSS. Ja, also es gibt ja, wie gesagt, MSS, MSS Plus und habe mir dann überlegt, wenn wir das jetzt einmal machen, dann ziehe ich das komplett durch. Es ist klar eine Investition, aber für mich eine Investition fürs Leben, für die Ewigkeit so. Also ich habe gedorte Werkstattschränke von meinem Vater, ja, die sind 40 Jahre alt, selbst die funktionieren noch und die sind tausendmal nicht so hochwertig gewesen vor 60 oder 40 Jahren wie das hier. So, also ich bin der Meinung, wenn du das gut behandelst, hast du es bis ans Lebensende. Und das war eigentlich so der Plan, weil ich nicht in 5 Jahren nochmal neu kaufen wollte oder in 10. Genau, und deswegen haben wir ja 4 Arbeitsplätze jetzt gebildet, also immer ab dieser Tür fängt wieder ein neuer an. Für die 4 Schrauber? Ne, für mich. Ja, das Problem ist leider, Max kann das zum Glück hier drin in Ordnung zu halten. Bei mir wäre es halt definitiv so leider. Limo-Motor, Lambo-Motor. Das wäre ja noch schön. BMW-Motor. Das wäre ja noch schön. BMW-Motor und hier noch ein zerlegtes, ferngesteuertes Auto. Und der Arbeiter unten drauf. Ja, der Arbeiter fährt ja zu Glück, aber der muss ja nicht geschraubt werden, der wird ja nur gefahren. Ja, da muss ich mir auch mal Mühe geben, das alles immer wieder einzuräumen, aber ja, klar. Ja, das macht Spaß. Ja, brutal, das ist echt brutal. Aber du willst wirklich hier drauf das auch als Werkbank nutzen? Ja, also das sind jetzt leider noch keine Arbeitsplatten drauf, da kommt immer einmal Holz, einmal Edelstahl, einmal Holz. Ah, okay. Holz halt für Kopf und so weiter, Edelstahl, wenn du irgendwas Dickeres hast, ne? Ja, und die stehen noch dahin, das wird noch montiert. Ja. Weil an sich finde ich die Aufmachung aber geil. So gar nicht drüber nachgedacht. Also nachgedacht im Sinne von die Bühnen nebeneinander zu haben und dann wirklich Vorkopf so ganz lange Meter Werkbank zu haben. Genau. Also ich wollte halt nie. Es ist zwar cool, jede Bühne hat dieses Elektroset, ne, und du kannst Luft und so, aber dann musst du erstmal wieder Luft da hoch machen und so weiter. Und dann hast du ja auch nur einen Schlauch, der hier immer im Boden rumliegt. Und das ist jetzt noch nicht drin, aber du hast ja hier dann zweimal Strom. Du hast in jeder Schublade unten, zum Beispiel hier die ganzen... Aber ey, wofür hast du mitgenommen? Ich weiß auch nicht, wofür du mitgenommen hast. Ja, hast du deine Steckdosen, hast sogar USB-Steckdosen dran. Seht ihr da so drin? Das ist ja geil. Ja, in jeder großen Schublade. Und dann ist halt hier nochmal liegt Luft drin. 20 Meter und hier nochmal 20 Meter Strom. So, und das hast an jedem Arbeitsplatz. Also das ist schon, kannst an jedem Arbeitsplatz einmal rausziehen ums Auto rum, reicht vollkommen. Ja.
Und dann ist es geil. Und dann habe ich an jedem Arbeitsplatz nochmal Mülleimer. Einmal normal und getrennt. Schiebst du raus, schiebst du rein. Zack. Was kostet nur so ein Element? Nur mal so rein Interesse halber. Also wirklich jetzt nur so. Aber die Druckluft und Strom sind dann immer mit bei? Also ist das bei dem Element schon bei oder muss das extra noch dazu? Da muss ich sagen, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, weil das bei mir wirklich eine Liste war, eine PDF mit 12 Seiten oder so. Kann ich aufgefallen lassen. Nee, aber man muss wirklich viel einzeln konfigurieren, auch so eine Steckdose hier und ne, ob du hier 3 Schubladen hast oder 5 große und 2 kleine, deswegen war es echt viel. Ich meine, es war nicht dabei, weil du kannst nämlich auch andere Aufroller nehmen als die von Sonic. Deswegen bieten die das an, dass du es nicht von da kaufen musst wahrscheinlich. Ah. Ne? Aber ich habe es von Sonic genommen, weil auch natürlich Schläuche und Kabel grau sind und dann passt es halt perfekt. Ja. Aber es ist halt eine echte Männerküche, ne? Ja, voll. Ja, hier Schrauben, also die können ja glaube ich 120 oder 130 Kilo. Das hat natürlich dieses Schrauben-Sortiment jetzt nicht, aber man muss ja auch rechnen, wenn das nur 50 Kilo kann, das wiegt halt jetzt 48 und du schiebst es halt 10 Jahre auf, ne, dann ist halt irgendwann vorbei. Bitte sag nichts. Bitte sag nichts. Lass es einfach so stehen, bitte. Ich wollte die Schublade, stell dir mal vor, du ziehst diese Schublade auf. Hat er gerade Gewicht? Ja, ich glaube schon. Ja, ne? Es war Gewicht. Ja, ich wollte sagen, stell dir mal vor, du ziehst diese Schublade auf, sie ist voll mit Titanschrauben. Ja, genau, ich wusste das. Die nächste auch. Die nächste ist einfach voll mit Aluschrauben. Die nächste ziehst du auf und da sind die ganzen alten rostigen Schrauben drin. Und du greifst immer in die dritte Kiste rein, weil du schnell wühlen willst, weißt du? Ja, voll egal, alles abschließbar. Das ist aber immer bei dem? Oder kann man das auch abwählen, theoretisch? Nee, ist immer mit dran. Immer weil okay. Eigentlich auch aus dem Motorsport und wenn halt alle aus der Box raus sind, einmal zack und dann machst du einmal so und dann geht nichts mehr. Ah, stimmt, wegen Zuschauer, so, ne? Ja, Zuschauer und allgemein halt. Und ne, weil natürlich auch da immer viele auch in den Kisten teilweise auch Teile lagern. Also Fressteile, Achsteile und so, genau. Kostet ja alles 100 Millionen Euro, deswegen alles zum Absperren, genau. Mhm. Ja. Cool. Ja. Aber es ist schon praktisch. Weil du weißt ja, was ist, ein scheiß Mülleimer steht immer im Weg rum. So, ja, ne? Und wenn ich zum Beispiel hier irgendwie zerlegst einen Motor, machst dich drinnen aus Warn und irgendwas, so schiebst du das einmal rein, machst du dazu noch fertig. Ja, oder auch einfach, man, so hat man jetzt die Möglichkeit, so eine krass lange Werkbank zu haben. Und du kombinierst es halt mit Mülleimer und so weiter drunter, ne? Ja, ich wollte ja nichts mehr in der Werkstatt rumstehen haben. Da hinten bauen wir noch einen Raum übrigens, ne? Das ist dann nur für Öle und Maschinen. Ja. Dass auch das, was jetzt hier steht, weg ist. Und dann hast du eigentlich nur in der Werkstatt einen einzigen Wagen, wenn kein Auto zerlegt ist. Ja. Und du nutzt jetzt aber das für Werkzeug gar nicht? Nee. Also du hast nur Teile, Schrauben, Sortimentzeugs genau, drin? Genau, also ich habe gestern ja ein bisschen jede Schublade halt eingeräumt mit den Sachen, die ich brauche. Ja, und Werkzeug ist selber nur in den Kästen. Du hast ja auch die Möglichkeit, Elemente leer zu lassen, nur mit einer Brücke. Nimmst dann den Kasten, schiebst ihn unten rein, ne, und kannst dann quasi mit dem Werkzeugkasten zu schrauben und ziehst ihn wieder raus. Aber es war mir jetzt egal, weil ich brauche den Kasten meistens eh immer am Auto. Kommen diese Korpus so zusammen oder musst du sie selber zusammen machen? Ne, alles einzelne Elemente. Also immer hier, wo ein Ding ist, ist es immer ein Element. Ja, die kommen aber schon fertig, die sind schon zusammen. Die sind komplett fertig, also du steckst sie ineinander, Schrauben rein, fertig. Ja. Hast dann da hinten gleich diese Leisten oben dabei, wo du auch nochmal Strom nach oben legen kannst. Und die Rückwand ist auch? Oder ist das eine andere Rückwand? Nee, das habe ich mir besorgt hier aus dem Umkreis. Das sind eigentlich Paneelen für solche Elektrotore. Da habe ich mir immer 6 Meter gekauft, abgeschnitten, hochkant, zusammengeschraubt, fertig. RAL 7016, passt perfekt. Das ist auch die Wand, das ist auch alles aus Torpaneelen gebaut. Das war auch, wenn du das Trockenbau machst, da brauchst du 1000 Jahre. Die wird auch wieder so. Ja. Anderthalb Tage zu 5, zack, hast du eine 7 Meter hohe Wand. Aber ich bin immer noch fassungslos, dass du diese ganzen Autos selber durchschraubst mit der Zeit dann immer. Ja. Was muss da gemacht werden? Der hat Downfart bekommen, Stage 2 mit Schubumluft und so weiter. Der Japaner, großen Service, Abgasanlage und so weiter. Da hinten Motor, Cranker, Fix, Nockenwelle. Der Bleulager, Bremsen rundum, Service, Tintkatzen, der hat auch schon Crank-Cut-Nockenwellen bekommen. Ja, jeder ist von uns, der hier steht, kriegt auch immer zusätzlich den Crank-Cut. Also aber dann ist das ja schon hier in Summe fast eine Wochenaufgabe, ne? Also dann schraubst du so diese ganze Kiste in einer Woche dann durch. Alles eine Woche. Ja. Ja. Jeden Tag einer. Ja. Krass, aber selbst die Wandstelle selber gebaut. Ja. Alles selber. Aber die ist, ey, ich hätte tendenziell gedacht, dass solche Elemente vom Turmbau, also dass sie teuer sind. Ich hätte gar nicht gedacht, dass das so. Weil klar, sie sind natürlich gedämmt. Also wenn du alles mal rechnest, Trockenbau, Ständer, Zeit, Dreck, Spachteln, ist das hier wirklich, das ist 80%, 90% günstiger. Also die Wand hat mich 3.500 Euro gekostet. 4.000 Euro. Ja. Also Trockenbau. Ja.
Weiß ich nicht, doppelt beplankt, würde ich sagen, 8.000 bis 10.000 Euro, wenn du das machen lässt. Das reicht wahrscheinlich gar nicht. Und kriegt man die Trockenbauplatten da oben hin? Ja, 7 Meter Trockenbau. Ja, da musst du ja auch so einen Ständer machen, ne? Weil mit 20 mm USB kommt es auch nicht. Aber krass ist, wie man hier sofort den Unterschied zwischen hier und hier merkt von der Temperatur. Und so. Genau, echt? Da drüben haben wir 17 Grad und hier drüben oh, ist 20. Ja. Ja, kalt ist nicht, aber du merkst schon direkt... Willst du meinen Spruch wieder hören? Mein Lieblingsspruch. Aber ist ja Wie viel Quadratmeter hast du hier nochmal? 380, glaube ich. 400, sowas. Ja, genau ausgemessen habe ich nicht, aber da ist gerade noch so ein bisschen Abstellkammer. Ja, wird noch schön gemacht und so, aber ja, ist halt noch der Rest vom Umzug. Ja, und so. Unsere Future Projekte. Ich hab jetzt auch eine ganz andere Bindung so zu japanischen Zeichen. Aber hier stehen ein paar Autos, die aus Japan kommen, plus Kundenautos. Genau, Kunden-Track-Projekt E39M5 wird komplett revidiert, überholt, geserviced. Ja, meiner ist auch nochmal Future-Projekt, habe ich auch noch nicht bei mir gezeigt, aber ja, jetzt ist soweit auf dem Philips-Channel. Weißer Handschalter ohne Schiebedach, schwarze Lederausstattung. Ja. Ja, wir haben ungewaschen seit 2 Jahren, weil, nicht weil ich ein Assi bin oder keine Zeit habe, sondern weil ich das wirklich mit den Leuten fürs Projekt machen will, um zu sehen, wie aus einem hässlichen Endline schöner Schwamm wird, wobei hässliches Endline ist auch schwierig beim E46 M3. Ich weiß noch, wie unsere Diskussion über Farbe. Ich finde weiß geil. Nee. Also, was ist denn weiß? Boah, ich finde es auch geil. Aha. Also, weil du darfst ja nicht vergessen, guck mal, wie das Auto jetzt gerade hier steht. Wenn du in dem Zustand mit der Optik einen schwarzen hinstellen würdest, würdest du ja auch erstmal nicht sagen, boah, ist das geil. Ja. So, ne? Weißt du, das Schwarz lebt ja auch davon, dass es dann so perfekt ist. Und ich weiß nicht, wenn so ein Weiß mit Carbondach, wenn das so auch ja, so im gleichen... Ja, ist zu viel Weiß, so alleine, weil das ist nicht irgendwie. Und das geht beim Schwarzen halt unter. Im gleichen... Weißt du, dieser diese Leiste unter den Scheinwerfer, weißt du? Das geht beim Schwarzen. Kannst Schwarz lackieren. Ja, genau. Ich finde es auch schön und vor allem ist halt Alpine auch nicht 46, original wird in derselben Farbe. Und ja, deswegen. Ja, habe ich gedacht, mal vor langer Zeit hole ich noch so einen. Boah, doch wenn er richtig saftig gut dasteht, wird, ja. Also ich persönlich finde es zum Beispiel auf jeden Fall schon mal besser als Topaz Blau. Finde ich auch, obwohl Topaz Blau eine coole Farbe ist, aber wer nicht meint. Ja. Ich bin heilfroh, dass wir damals die British Racing gemacht haben. Ich auch. Weil das, ja. Okay. Ja. Hier ist einmal Track Tool. Genau, vollwertiges Track Tool. Ja. Ach krass. S55, ne? Crank Loop. Richtig. Vor allem der, das Ding hat ja trotzdem eine Straßenzulassung, ne? Ja. Ja, hat eine Straßenzulassung, ist auch wirklich alles eingetragen, Fahrzeugschein glaube ich 9 Seiten lang. Also, weil es ist wirklich, ja, es ist wirklich krass, dass das geht auch wirklich nur so in dieser Nordschleifen-Trackday-Szene. Ja. So, ne? Wir schon immer, haben schon Angst, ein bisschen zu tief, ein bisschen wie auch immer, ne? Und dann kommen halt solche Butzen und die fahren tatsächlich irgendwo zum TÜV und es gibt auch noch... So, ja, passt, Nankanal 1 drauf, stehen Bolzen, ja, perfekt, alles klar, viel Spaß. Geil. Ja, AP vorne, hinten, volles Programm, ne? Ja. Sympathischer TÜV-Prüfer. Ja, so. Also alles. Bei der Frontlippe definitiv, Alter. Ja, vor allem hier steckt echt das volle Programm drin, ne? Ja, der ist wirklich komplett. Also innen drin gibt auch gar nichts mehr außer Tacho und Licht. Ja. Der hat kein Navi, kein Hamann, kein gar nichts mehr. Ja. Der ist leer. Können die das zuverlässig aber? Ja, also voll zuverlässig klar. Heißt. Diff, Getriebe, ja, Motor. Brutal. Also wenn ein Auto Track kann, werkseitig, weil ja auch zum Beispiel Hinterachsträger, M4 und so, ist ja alles starr an Karosse. Es gibt gar keine Lager mehr. Das ist nur ein Gitterrohrrahmen, original schon. Ja, und das ist wirklich basisch brutal, das Auto. Ja, fährt sich auch mega. Also. Ah, da gibt es einen Unterschied zwischen 3er und nee, M3? Nee, das ist schon F-Modell, S55, immer starr an Karosse hinten hingeschraubt. Unüberall. Ja, vorne hast du normale Lenker, ne? Das ist so Achsträger an. Ja, aber Achsträger an Karosse ist vorne auch starr. Ja, aber bei Audi und VW sind ja überall so Gummilager zwischen immer.
Ja, du hast da auch Gummilager drin, aber nicht Raumlenker mit oben und unten und so, weißt du, BMW. Vorne, hinten, Lenkung. Ja, aber der eigentliche Träger an die Karosse ist da. Ja, klar. Das ist, also beim S55 ist ein Alu-Achsrahmen, der komplett an die Karosse geht, genau. Weil du hast ja auch neulich gerade einen S4 fertig gemacht. Hast ja auch diese fetten Gummilager. Oh Gott, nee, das gibt's hier gar nicht. Das ist komplett Metall an Metall. Ja. Also das, was du eigentlich willst, wenn du Jack fährst. Ja. Sehr geil. Ja. Okay, das heißt, in Summe hast du hier Platz für so 15 Autos? 6, 12, also ja, so 15 bis 18, je nachdem, wie eng man stellt. Aber also du kannst auch zwei rein hier, aber bringt dann nichts, wenn dann jemand sagt, ich will da hinten an mein Auto und ich muss dann eine Dreiviertelstunde rangieren. Also deswegen, normal ist der Plan, dass in der Mitte nichts steht und du kannst mit beiden Autos hier immer so eine... Und eigentlich wollte ich hier auch noch 4-Säulenbühnen hinmachen. So, in meinem Kopf waren hier 10 4-Säulenbühnen nebeneinander, wo wir dann die Halle gebaut haben, waren es nur noch 5. Ja. Und, aber auf die müssen wir erstmal sparen, weil jetzt müssen wir erstmal was arbeiten. Dass du zwei Autos übereinander kriegst. Genau. Von der Theorie kriegst du sogar drei übereinander, ne? Ja, haben wir uns auch schon überlegt. So, ne? Ja. Da vorne sind es die 75 so rum, also kriegst du genau drei Autos. Hatte ich dir sogar so einen schönen Katalog, habe ich schon rübergeschickt. Ja. Oder 6 Lambos, genau übereinander. Ja. Nein, hast du super gemacht, bin stolz auf dich. Danke, freut mich. Ist sehr geil hier, es wird richtig gut. Sei dir gegönnt. Ich würde sagen, einmal MX Motorsports Bamberg vorgestellt. Hirschheid. Ja, Jägerstraße. Hirschheid in der Jägerstraße. Das war Teil 1 für uns. Mal gucken, wie wir jetzt weitermachen. Erstmal nehmen wir jetzt die Kaffeemaschine in Betrieb. Dann schon geserviced. Dann müssen wir noch ein bisschen ausladen, ein bisschen quatschen, ein bisschen gucken. Ja. Tom muss noch einen Rohr verlegen. Und dann geht's los. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.